So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Deus Gates 2. Was kann man dazu viel sagen? Also, ihr kennt's hoffentlich den ersten Teil, falls nicht, ganz kurz, ganz schlicht erklärt. Deus Gates ist ein kleines Pixel-Ausbruchsspiel und mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ihr habt hier ein Gefängnis vorliegen und ihr müsst halt einfach versuchen auszubrechen mit verschiedenen Mitteln. Ihr könnt hier beispielsweise durch den Lüftungsschacht oder es gibt ganz kreative verschiedene Ausbruchsarten. So. Ja, das wird das Let's Play, was ich vorhatte oder vorhaben, was hier halt jetzt für den Kanal aktiv sein wird. Und wir müssen zum Frühstück. Ich habe einen Schraubenzieher abgezogen hier. Gehen wir mal dahin. Das ist das erste Gefängnis, was man standardmäßig hat. Ich bin eigentlich mehr auf. Ich mache eher eigene Gefängnisse und zocke dann, aber ich habe noch niemals das Gefängnis zu Ende gezockt. Also, wäre es, glaube ich, mal Zeit, das hier mal ranzunehmen. Okay. Wir gucken uns einfach mal kurz die Map an. Das sind die bösen Menschen. Also, die werden ganz gefährlich, falls die mir überhaupt begegnen. Und dann auch noch aggressiv gegenüber zu mir sind. Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es hier auch verschiedene Fluchtfahrzeuge, was auch immer. Also, ihr könnt irgendwie übers Land flüchten. Übers Wasser, ihr könnt mit einem Heli abhauen, ihr könnt mit wirklich einigen Sachen, also ihr könnt wirklich mit sehr, sehr vielen Sachen abhauen. Oh, ich darf da nicht hin. Okay. Oh. Das sind Sensoren, soweit ich weiß. Wenn man durchrennt und du einen illegalen Gegenstand hast, bist du tot. Also dann wird das da auf mich aufmerksam. Nicht hinsetzen, sondern der Polizist drauf, ja. So. Sorry, falls ich mal irgendwie heuchle oder was auch immer. Ich bin gerade leicht inkompetent, einfach nur weil es 12 Uhr ist. Ja. Ich nehme heute etwas früher auf. Falls ich auch dann überhaupt mal aufnehme. Ja. So, aber wir versuchen heute mal schon in der Folge aufzubrechen, weil ich schon in der nächsten Folge am ersten oder am liebsten schon direkt den nächsten Knast machen würde. Okay, wir bräuchten eine Polizeiuniform auf jeden Fall. Dann könnten wir eine Schere gebräuchten. Und, ah, da können wir legit durch. Okay. Und dann müssen wir hier einfach, oder den weißen Schlüssel und dann werden wir schon raus. Dank Map. Ich glaube, wir bräuchten einfach nur den weißen Schlüssel. Ah ne, da ist noch was. Aber das ist eigentlich. Mal gucken. Weil ich könnte mir eine Polizeiuniform holen, hier aufreißen und dann abhauen. Nur dass ich mich dann nachts über hier aufhalten müsste oder draußen schon sein müsste. Okay, dann. Wie viel Damage macht denn die Waffe? Schaden niedrig. Okay, dann gehen wir fett pumpen jetzt mal. Sicher, das müssen wir aber erstmal hier finden. Wo ist denn das? Ah, da ist es, oder? Ist es das? Ja, das ist der Fitnessraum hier. Ihr werdet gleich sicherlich etwas lauter meine Tastatur hören. Prozent aufgepumpt. Nochmal 2%. Und das kann man hier halt die ganze Zeit machen. Ich glaube, ich werde es das machen, dass ich bei 50% bin. Aber erst geht's zum Mittagessen hier. Wir könnten halt auch
Das habe ich gesehen. Also ich habe mich jetzt nicht so krass informiert über die einzelnen Gefängnisse. Ich habe das halt, wie gesagt, ich habe halt immer den Editor gezockt. Wir könnten halt, das habe ich mitbekommen, dass man einen von dem Kamerateam kaputt machen kann, deren Kleidung nehmen kann und dann einfach ganz einfach aus dem Knast abhauen kann. Weil, ja. Da frage ich mich trotzdem, wieso man das einfach nicht mit der Polizeiuniform machen kann. Also kann man eigentlich, nur dass man dann so gut wie jeden Schlüssel braucht. So, 100%, wir gehen wieder pumpen. Der Unterschied zum letzten Teil war einfach auch das Design und so. Und man muss nur einmal beim Programm dabei gewesen sein. Arbeitszeit. Ah, toll. Man kann sich hier auch Arbeit suchen. Das werde ich aber nicht machen. Eigentlich könnte ich mich da jetzt hinsetzen, mich anschreien lassen, wie inkompetent ich bin. Guck mal, der hat richtig Bock, mich anzuschreien, Alter. Und dann bekomme ich Geld dafür. Ja. Oh. Ja, hier seht ihr auch jetzt 10 Geld. Man kann hier auch Intelligenz lernen. Das kann man hier. Nee. Hier, Verstand. Und dadurch kann man sich neue Sachen craften. Hier sieht man dieses 50 plus, da brauchst du 50 bis mehr Intelligenz, was in meinem Fall nie zutreffen wird. Da ist der Fitnessraum. Ach ja, ich habe die Lobby auf öffentlich gestellt, einfach nur um zu gucken, ob ich irgendwie Unterstützung bekomme. Aber trotzdem, das hat nichts mit dem Game, also das kann nicht richtig aufs Gameplay noch was verändern, weil man kann auch alleine ausbrechen. Und das ist dann kein so großes Drama. Oh, da rennt er mit der Uschanka herum, Alter. Man kann sich auch gegenseitig looten, also ich könnte jetzt in seinen Base rennen und ihn dann da einfach looten, also sein Pult leeren. Danke. Sportzeit. Boah, jetzt geht's wieder hoch, Alter. Ah, ich glaube, als Kameramate kann man da einfach rausgehen. Soll ich einen Kameratypen zusammenschlagen? Oder sollen wir Reportagetypen? Ja, ich glaube, ich mache das. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so schwer. Also das da unten ist dann Fitness und hier oben wäre dann einfach nur Stärke. Das ist dann halt für die Geschwindigkeit und hier ist die Stärke. Ich würde den gerne looten, hallo? Danke. Egal. Ich will jetzt meine Stamina regenerieren. Ich glaube, jetzt ist Duschzeit, oder? Yep. So. Das Spiel kam 2017 raus. War auch wirklich verdient, auch ganz leicht im Hype von den Leuten, die auch den ersten Teil gezockt haben. Ich habe mir den Teil 2018 irgendwann geholt, aber ich finde es immer noch geil. Es gibt auch neue Gefängnisse hier irgendwie, so Sommer, so Jahreszeitengefängnisse. Ich glaube, es gibt sogar ein Weihnachtsgefängnis. Könnten wir aber später auch machen. Da oben ist mein Teil, okay. So. Also hier ist mein verstecktes Fach. Das kann, wie zum Beispiel dieser Typ, der mich vorhin geschlagen hat, kann dann nicht drauf zugreifen. Sondern nur das obere, was hier liegt. Abendbrot. Und danach sollte es noch eine Freizeit geben. Oder es gibt noch einen Appell, ich weiß gerade gar nicht.
So, ich war da. Jetzt müssen wir das Reportagenteam finden und erstmal eine gescheite Waffe. Man kann krass angemeckert werden, wenn man in der Zelle hockt von einem anderen. Und das hier unten bedeutet, wie viel Aufmerksamkeit du von der Polizei hast. Also, wenn das auf 100 ist, dich verfolgt jeder und greift dich. Und dann greift dich auch jeder an. Wenn es auf 50 ist, verfolgt er dich einfach nur. Ein Pfeil ist nice. Okay, ah ne, da war noch was. Ich glaube, eine Pfeile hat man dazu für den Zaun gebraucht. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ich noch eine Pfeile finde, kann ich mir eine Schere machen. Ein Feuerzeug und noch eine Pfeile. Oh, ist doch passend. Ah ja, Freizeit. Boah, wenn es jetzt einen Appell gäbe. Kann ich daraus was jetzt? Ja, hier. Schwache Seitenschneide. So. Also es ist recht simpel. Aber es macht auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn man mit mehr Leuten zockt. Ja, aber so gut wie keiner aus meiner Freundschaftsliste hat es. Auf Steam. Und das ist ein kleines Problemchen. Aber ich hoffe, ich komme damit klar. Vielleicht lerne ich auch irgendwann mal jemanden kennen. Das wäre toll. So, was hat der denn? Nichts. Ich brauche doch einfach nur eine Waffe. Energy Drinks und Cookies bringen dir einfach nur wieder mehr Energie und ich sollte raus. Okay, das war schon krasser Loot. Okay, das ist wow. Ich könnte jetzt auf jeden Fall den Lüftungsschacht öffnen. Aber ich glaube, das wird sich nicht lohnen. Man kann sich auch bei diesen Typen mit dem Geld, mit dem Geldzeichen über denen, das kaufen halt. Oder es gibt dann auch Ausrufezeichen, das wären dann Missionen, wofür du Geld bekommst, wie zum Beispiel den und den zusammen. So, okay, es freut mich schon mal, dass wir getrennte Wege gehen. Ich glaube, der hat auch einen Ausbruchsplan. Aus Blech könnte ich mir eine bessere Rüstung machen. Aber das brauche ich nicht. Ich versuche jetzt einfach nur das Reportagenteam zu finden. Ja, ich bin damit nicht einverstanden, dass sie uns hier beobachten. Wie ich hier dusche oder was auch immer. Oh, das ist ein Russe. Ich bin selbst Russe, aber kann nicht Russisch lesen. Nice. Also ich kann es halt verstehen und so, aber lesen nicht. Okay, so. Ich habe auf den Chat leider nicht geachtet. Yes. Ich muss dieses Drecks-Dokumentationsteam finden. Wo ist das denn? Please make Pillow? Boah, ich brauche Google Übersetzer, warte. Okay, so, ich bin hier gerade am Handy. Google Übersetzer. Ich mach's nur zur Sicherheit. Ich will jetzt nicht irgendwie was falsch verstehen, aber ich vergesse schon gleich. Mannequins, das weiß ich zum Beispiel nicht. Okay, gib den Text ein. Mannequins. Maneken, was sind Maneken?
Ich muss kurz googeln, was Schere bedeutet. So, ja. Alter. Schere. Sassi. Ich hab. Das ist nicht mehr normal. Weißt du, oh. Zusammenschlagen. Ich muss kurz zum Appell, weil wenn du nicht zum... Oh, da ist das Kamerateam. Okay. Gut. Kann ich das... Ich kann den nicht. Hä? Oh, okay, dann müssen wir doch einen Guard finden. Ich weiß halt nicht, was sein Plan ist. Ich brauche noch eine Puppe. Ja, man braucht so komische Puppen, damit die Polizisten nicht denken, dass du ausgebrochen bist, weil dann gibt es einen 5-Sterne-Alarm. Und dann ist Lockdown. Hunde rennen herum, SWAT-Typen rennen herum. You need one pillow and two red things. Zwei rote Dinger, okay. Pillow war doch Pfeile, oder? Ah. Pillow. Kissen. Ah. Sorry, dass ich gerade nicht so intelligent schreibe oder was auch immer. Ich bin einfach nur übelst müde noch. Ja. Warte, wie lootet man das nochmal? Wie lootet man das nochmal? Ah, okay, gedrückt halt. Okay. Feuerzeug, das alles kann weg. Also, ich habe drei Schrauben hier, das ist immer noch krass. Wir schlagen euch aus Liebe. Ja, ich dich auch bald. Mann. Okay, ich versuche jetzt eine Polizeiuniform vielleicht zu kriegen, weil da kann ich die. Ich kann die immer noch nicht zusammenschlagen. Der ist doch schon im Spiel beigetreten, schon lange. Hier, eine Puppe. Und der hat wieder seine Tastatur auf Russisch. Ach, ich kenn's. Ah, das ist er gar nicht. Ich dachte, das wäre der Typ mit der Ushanka. Warte, das sind doch die gleichen Typen, aber wieso haben die dann. Ah, nee, das sind zwei unterschiedliche. Oh, lol. Ah, okay, krass. Ah, da ist er über meiner Zelle. Okay, interessant. Habe ich ihn nicht vorhin gelootet? Okay, ich schlag jetzt irgendeinen zusammen. Irgendeinen Polizisten. Aber die laufen zu zweit. Mist, Ah, ne, das sind die da drin. Welches Freizeit? Ich glaube, ich gehe mal auf den zweiten Stock und versuche dann Polizisten zu finden. Ich glaube ich. Ah, hier ist er. Okay, got it. Der hat einen blauen Schlüssel. Wenn ich den Schlüssel abziehe, dann gibt es einen ganz kleinen heftigen Alarm. Deswegen. Oh nein, willst du. Nein, bitte nicht. Oh nein. Ich habe doch einen Schlagstock, auch komm. Ich will den Schlagstock behalten. Ach komm. Ja,
So, ich mache mich kurz voll und heute ist der tolle Ausbruchstag. Ja, da sind die zu zweit. Oder? Ja, da sind die zu zweit. Die schreiben an. Okay, ich will mir jetzt hier. Ich habe wirklich alles zum Ausbrechen. Diese drei Teile brauchst du zum Ausbrechen, falls du es selbst zockst. Ja. Dann ziehst du hier das aus, ziehst es an, lässt es am besten irgendwie ins Inventar. Im Inventar. Okay. Jetzt müssen wir wirklich nur noch den Tag überstehen. Weil ich hatte die Idee, ja. Also jetzt sind es halt immer noch solche Kommentare. Aber das sind nette Kommentare. Die sind trotzdem böse. Also die sind halt rot markiert, aber das liegt einfach daran, weil es von den Polizisten ist. Und hier würde ich mich dann einfach rausschneiden und wäre dann draußen. Ist jetzt auch nicht so schwer, oder? Wenn ich jetzt beginnen würde, wäre ich tot. Ich lasse keiner mich ran außer dich. Warte, irgendwie ging doch irgendwie ging doch dieser Schnellchat. Dass man hier dann F1. Ah, hier. Graben, Hecken, Sägen. Da sollte man dann halt sägen und dann wäre man schon draußen. Es gibt halt viel geilere Fluchtmöglichkeiten, aber ich kenne keine. Vielleicht informiere ich dann nach diesem informiere ich mich dann nach diesem Ausbruch über die ganz über die anderen coolen Ausbrüche, die es gibt. Weil ich würde richtig gerne mal mit so einem Fahrzeug abhauen. Oder mit einem Boot oder. Ja, okay, ein Boot ist ein Fahrzeug. Ich bin auch höchst intelligent, müsst ihr wissen. Also ich würde dann an der Freizeit meine Puppe ins Bett legen, würde mich dann sogar hier hinstellen, glaube ich, und würde mich dann hier frei buddeln. Oder da oben. Ich würde mich dann halt irgendwo hier frei buddeln. Die Türen sind tagsüber offen, aber nachts werden die geschlossen, also bin ich dann da in diesem Gebiet eingesperrt. Ich könnte halt hier diesen Schlüssel finden, aber dann rausgehen, aber das könnte. Go to my server. Was macht er denn mit seinem Server? Discord oder. Wie viele hier reinjoinen? Ich hätte es nie gedacht. Ich dachte, hier joinen zwei, drei Leute rein. Egal, ich habe damit wirklich kein Problem. Man schaltet hier auch neue Köpfe frei und so weiter. Ich habe hier einfach diese coole Bärmütze genommen, weil die einfach irgendwie cool aussah. Und diesen alten Knacker-Look. Okay, ich bin wirklich bereit. Also die haben leider eine normale Uniform. Ich hoffe, die versuchen sich noch eine Guard-Uniform zu holen. Wenn das ein Server ist. Oh. Ist er irgendwie oben im Lüftungsschacht? Ja, wo ist er denn? Ah, der ist über mir. Ah. Mann, ich würde das Kamerateam so gerne mal abziehen.
markieren hier die ganze Zeit. Nee. Was ist denn der Gelbe für ein Typ? Nicole. Oder wie immer den Namen ausspricht, ich weiß es gerade gar nicht. Okay, Sportzeit. Hier pumpen nochmal. Oder soll ich Fitness trainieren? Ich glaube, ich trainiere Fitness. Einfach nur, um schneller dahin zu kommen oder abzuhauen, falls nötig. Ich glaube, man sollte hier alleine ausbrechen können. Ich hoffe. Weil ich weiß nicht, was die für einen Plan haben. Die reden hier die ganze Zeit irgendwas auf Russisch, aber... komplett gar nicht unauffällig hier. Es gibt halt pro Art neues Minispiel. Hier ist es halt Kundo. Kundo E drücken im richtigen Moment. Beim Lernen wäre es dann einfach in einem bestimmten, also E zu drücken und dann in einem bestimmten Bereich die ganze Zeit zu bleiben. Und ich habe keine Energie mehr, das ist toll. Krassen grad leicht aus, aber hier. Die eskalieren hier. 59 und Duschzeit. Ich finde es auch immer angenehm, wenn die Duschen hier direkt nebeneinander sind. Ist es aber nicht. Also die sind halt recht nah aneinander, aber nicht direkt nebeneinander. Okay. Ich versuche mir gleich noch ein paar Energies zu holen, dass ich dann gleich... falls ich dann mit der Schere leicht verkacke. Ich hoffe wirklich, die Schere reicht aus. Aber ich schätze schon. Okay. Ja, ich lasse ihn mir nicht. Ich lasse ihn nicht an mich ran. So, jetzt habe ich's. Okay, Energy Drink. Dann nehme ich noch eine Frucht und einen Kubi mit. Es ist noch nicht Abend. Abendbrot, okay. Okay, okay. Es ist langsam Zeit. Boah, Alter, ich bin gerade leicht gehypt. Ich versuch's immer wieder, die zu holen. Geht aber nicht. Mann. Oh, noch eine Pfeile. Okay, wir brauchen Pfeilen. Ich nehme mal noch eine Pfeilen mit, einfach nur, weil ich wirklich Angst habe, dass da doch noch was ist. Dass da irgendwie ich verkacke, irgendwie mit der Schere und dann... nee, eine Handschaufel bringt nicht so viel. Kannst halt unter den Zaun bauen, aber der ist ja nicht elektronisch, glaube ich. Das wäre natürlich ein kompletter... Willst du mich verkackeiern? Schaffe ich das noch, bevor er ankommt? Oh yeah! Oh, das ist der geilste Typ gerade. Alter! Was geht da ab bei dem? Der wollte, glaube ich, wirklich einen Ausbruch machen. Alter! Da oben hat er noch Klebeband. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Schere. Kann ich nicht noch eine bessere Schere machen? Verbesserte Schere machen? Oder brauche ich dafür mehr Intelligenz? Ich brauche, glaube ich, oder? Brauche ich dafür eine... 50 Intelligenz brauche ich dafür. Ich habe, glaube ich, Standardintelligenz. Ja, 40. Ach, egal. Zwei Scheren sollten ausreichen. Okay, falls wir das dann doch verkacken. Ich habe was auf Reserve. Okay, ich bin wirklich bereit für den Ausbruch. Und auch leicht gehypt. Ey, willst mich. Zum Glück habe ich das jetzt gemacht. Sonst gäbe es ein kleines Problemchen.
Au. Da fehlt das Kissen. Ach so, Flügel, ja. Ich sehe jetzt vom Nachbarn einfach alles ab. Braucht er ja nicht, ne? Der will ja nicht ausbrechen. So, Kissen. Energy. Okay, ich habe alles. Boah, okay. Es gibt auch, das habe ich durch den Editor herausgefunden, einen illegalen Raum sozusagen. Also da gibt es alle konfiszierten Sachen. Alle illegalen konfiszierten Sachen. Wäre das nicht leicht zu... Okay. Ich würde auf jeden Fall glauben, dass der jemand ist, Alter. Okay. Ich glaube, es gibt noch einen Appell. Und das war's dann. Ich muss nur ganz kurz zum Appell erscheinen und dann kann ich wieder abhauen. Direkt nach draußen. Okay, also ich renne schon mal die Route ab. Also von da nach hier. Es könnte wirklich lange dauern, bis ich da ankomme. Ich hoffe, das Appell geht auch genauso lang. Okay, die Türen sind noch offen. Oh, ich bin gehypt. Bitte nicht laufen. Soll ich hier jetzt stehen bleiben auf dem Gang oder was? Kann die Freizeit auch mal vorübergehen, bitte? Nein. Die versuchen gerade die Wärteruniform zu stehlen. Okay, gleich ist es vorbei. Wehe, es gibt noch was danach. Okay. Ich habe die Schere. Dann muss ich hier draußen nur noch warten. Soll ich dem jetzt folgen und fertig? Erstmal Finger hier knacken, hier. Schön breit machen. Okay, wenn Licht aus ist, dann geht's los. Okay, die haben den gleichen Plan. Oder? Die haben halt noch nie was richtig vorbereitet. Achso, okay. Ja. Gut, gut, gut. Wir warten, wir warten. Ich hoffe, die haben wirklich alle Puppen platziert. Falls nicht, dann ist wirklich alles. Okay, um genau 0 Uhr ist das Licht aus. Noch 30 Sekunden. Also die Minuten werden in Sekunden gezählt, wie man sicherlich bemerkt hat. Egal. Aber noch 10. Noch 15 Sekunden. Ich warte noch. 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, eine Schere hätte sogar gereicht. Wieso machen wir zwei Löcher? Hä? Okay, der hat eine bessere Schere. Das sieht man auch. Okay, der hat eine viel bessere Schere. Nö, ich gehe hier raus, Alter. Bruder muss los, Alter. Oh ja, wir haben es geschafft.
Es gibt immer so einen Kurzfilm nach dem Ausbruch. Oh, gut. Wir haben es geschafft. Eine 2 für den Ausbruch. Okay, das erfreut mich. Ja, dann würde ich sagen, wir warten noch. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Beim nächsten Mal machen wir mit Roker Creek Railroad weiter. Und zwar, das ist einfach ein Zugausbruch. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Jetzt wird die Aufnahme beendet. Ciao.